Hallo und willkommen zur 23. Ausgabe von Mathematik 2 mit mir. Heute geht es weiter mit unseren Differentialgleichungen und zwar mit den nichtlinearen Differentialgleichungen erster Ordnung. Und da können wir gleich eine Lösungsstrategie verwenden, die wir beim letzten Mal gesehen haben, und zwar bei den linearen erster Ordnung. Jetzt die nichtlinearen. Schauen wir uns erstmal an, wie die ausschauen. Also letztes Mal waren ja die Linearen, die sahen ja so aus, da hatte ich ein y' und y und dann eventuell noch hier eine Inhomogenität. Jetzt können wir, ja, bei Nichtlinearen, wir haben wieder weiter erste Ordnung, also ein y', und jetzt können wir aber beim der Funktion von y, da können wir mehr oder weniger alles wählen, was wir wollen. Also nicht nur ein reines y, wie wir es hier hatten, sondern alles. Und da kann auch eine Funktion von x davor stehen. Was es jetzt nicht, also das ist die Erweiterung. Was es nicht mehr geben kann, ist diesen Term hier drüben. Sonst würden wir das Ganze nicht mehr trennen können. Also so sieht sie aus, y' ist eine Funktion von x mal eine Funktion von y. Okay, also das ist eine trennbare Differentialgleichung erster Ordnung. Es gibt natürlich auch nicht trennbare erste Ordnung, nicht linear. Die brauchen wieder andere Methoden. Also wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die trennbaren. Und da können wir ganz analog zu den linearen Trennung der Variablen machen. Schauen wir uns mal das Beispiel an. Also hier ist die erste Beispieldifferenzialgleichung y' ist e hoch y mal Sinus x. Und wir sehen es hier ganz schön. Wir haben hier einen x-Term und wir haben hier einen y-Term, die mit einem Produkt verbunden sind. Ja, wir können die also trennen. Ich schreibe mein y' nach wie vor, schreibe ich als dy nach dx, dann x auf die rechte Seite rüber, y nach links, dann bleibt mir von den y hier dy durch e hoch y und von den x bleibt mir sinus x dx. Und jetzt integriere ich und ja, wir können es mal kurz rechnen. Also ich kann die linke Seite, die kann ich auch noch mal ein bisschen schöner schreiben. Die kann ich schreiben als e hoch minus y, dy und ein Integral davor und hier auch ein Integral davor. Das Integral vom Sinus ist ganz einfach der minus Cosinus. Und dann kriege ich hier eine Konstante und beim Integral von e hoch minus x kommt einfach ein Minus davor, also das bleibt e hoch minus y. Die Konstante, die packe ich mit hier rein, ja, in dieses C-Schlange, das von beiden. Gut, jetzt muss ich das Ganze wieder auf y auflösen. Wir sehen, dass sich die Minuszeichen hier, die kürzen sich weg und dann habe ich Cosinus plus Konstante und dann den ln, um nach y aufzulösen, und noch dieses Minus von hier oben kommt hier außen hin. Also so löse ich das Ganze auf. Und wichtig ist jetzt aber noch, wir haben jetzt hier keine homogene oder partikuläre Lösung, denn wir waren im Nichtlinearen. Ja, nichtlinear bedeutet diese ganze Idee, es gibt eine homogene und eine partikuläre Lösung und die allgemeine Lösung ist die Summe der beiden. Das funktioniert nur bei Linearität. Ja, im Nichtlinearen ist sozusagen diese ganze Idee nicht vorhanden und entweder haben wir Glück und wir können trennen bei einer trennbaren DGL oder wir haben Pech und dann geht diese ganze Strategie gar nicht. Gut, also eigentlich relativ analog zum letzten Mal. Ihr seid dran. Probiert mal diese Differentialgleichung hier, diese nichtlineare Differentialgleichung zu lösen. Und ich habe gleich noch ein Anfangswertproblem mit reingebaut. Genau, ihr habt es hoffentlich
gerechnet und aufgeschrieben. Es ist nämlich eine kleine überraschende Wendung drinnen. Ist keine große Sache. Das Auflösen, glaube ich, hat bei allen geklappt. Y durch Y Quadrat und dx durch x Quadrat. Dann integriere ich. Und jetzt ist noch wichtig, also den x-Term, da, ja, ich habe im Prinzip Integral x hoch minus 2 dx. Jetzt mache ich die normalen Polynomlösung für Integrale, also Integrand, Exponent 1 größer, also noch x hoch minus 1 und dann 1 durch das Ganze, also ein Minus davor und eine Konstante hin. Und auf der anderen Seite bekomme ich hier ja eigentlich das Gleiche, also minus y hoch minus 1. Und die Konstante, die packen wir hier auf die rechte Seite. Und jetzt ist es aber wichtig, also ich kann es nochmal schöner schreiben, dass er eigentlich hier, ich schreibe es in meine neue Zeile, also ich habe hier 1 durch y ist gleich 1 durch x plus c. Jetzt ist dieses plus c extrem wichtig, denn jetzt, wenn ich den Kehrwert nehme, bekomme ich nicht y gleich x, sondern ich muss den Kehrwert der ganzen rechten Seite nehmen. Also y ist 1 durch diese ganze grüne rechte Seite. Und das ist natürlich nicht gleich y gleich x, je nachdem, was c für einen Wert hat. Gut, ich denke, die meisten von euch haben das gesehen, haben das richtig gerechnet. Und jetzt brauchen wir nur noch unseren Anfangswert. Also jetzt schauen wir mal, y von 2 ist gleich 2, setzen wir ein. Und es kommt raus c gleich 0. Na, wie ist es passiert? Wir können noch mal kurz schauen. Also y soll den Wert 2 haben. Ja, Wert 2. Und wir setzen x gleich 2 ein. Okay, dann muss ich nach c auflösen. Also 1/2 plus 0 ist 1/2. 1 durch das Ganze ist 2 gleich 2. Okay, also wir sehen gleich, c gleich 0 löst das Ganze. Und wir bekommen für diesen besonderen Fall, bekommen wir jetzt in der Tat diese Lösung, die vielleicht dem einen oder anderen doch euch in Versuchung geführt hat, dieses y ist gleich x. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber eben nur für c gleich 0. Für alle anderen Werte von c bekomme ich andere Werte und wir sehen das auch direkt hier am Vektorfeld. Y gleich x ist hier die winkelhalbierende. Das hier ist die Funktion y von x gleich x. Aber wenn ich die geht hier durch den Punkt 2, 2 durch. Hätte ich jetzt einen anderen Wert gewählt, meinetwegen 2, 3, dann würden wir sehen, das ist keine Gerade mehr, sondern das ist so eine Kurve hier. Ja, also das hier wäre, y von x wäre dann 1 durch x plus irgendeinen anderen Wert. Gut. Wunderbar. Machen wir gleich noch ein Beispiel. Auch wieder mit Anfangswertproblemen. Okay. Alle zufrieden? Okay, schauen wir es uns an. Also, ich trenne wieder. Klar, Trennung. Hier habe ich ein x. Funktion von x und eine Funktion von y trennbar als reines Produkt. So muss es sein. Und dann bekomme ich e hoch minus y dy und minus x dx. Und da ist jetzt relativ schnell klar, wenn ich hier integriere, dann bekomme ich minus 1/2 x² plus Konstante. Und auf der anderen Seite bekomme ich einfach wieder minus e hoch minus y. Ne? Und die Konstanten lege ich zusammen. Und jetzt,
löse ich wieder nach y auf, dann steht dieser Term hier. Jetzt komme ich den ln und jetzt kann ich einsetzen x gleich 0 und y gleich 2. Also x gleich 0. Diesen Punkt hier, den setzen wir ein, x gleich 0 und y gleich 2. Und da bekomme ich, wenn wir es ausrechnen, c ist e hoch minus 2. Und das bedeutet, die spezielle Lösung, also das hier ist jetzt wieder, das hier ist die allgemeine Lösung, ja, noch mit der Konstanten c. Und jetzt haben wir hier eine spezielle Lösung für das Anfangswertproblem. Und da haben wir die Konstante e hoch minus 2 drin. Ja, und das entspricht jetzt genau dieser roten Kurve hier, wie sie eingezeichnet ist. Und wir wissen natürlich, hätten wir andere Anfangswerte hier reingesteckt, wegen y von 0 ist minus 2, dann hätten wir wahrscheinlich eher sowas bekommen. Ja, oder hier oben hätten wir dann irgendwie sowas bekommen. Ja, jetzt einfach mal rein schematisch. Also wir haben ein sehr gutes Gefühl hier mit, auch mit den Vektorfeldern, dass wir das Ganze so ungefähr, ja, begriffen haben, wie die Form aussieht, wie die Funktion hier läuft. Gut, wunderbar. Damit wären wir durch. Differentialgleichungen erster Ordnung, die trennbaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.